Ja gut, Lingua, alles Land. Nein, Lingua sagst eigentlich, aber im Moment ist eigentlich alles kein Problem, oder? Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich rennt es, es ist rennt. So, jetzt haben wir jetzt kein Benzin mehr? Ja. Scheiße. Na gut, dann hilft nur eins. Schieben! Schneller, schneller! Okay. Krass. Okay, gut, auf der Tankstelle sieh mal, also ich werde das Auto jetzt auch voll tanken. Wenn's ginge. Ah ja, hier. Dominik, ich hab Zombie Marsch! Ich wusste gar nicht, dass in Wien auf der Tankstelle Zombies hausen. Ich danke, der haut mir nicht den... Hab schon. Ja, du musst mich bitte Blut stillen. Ja, mach ich. Das kann auch nur in Wien auf einer Tankstelle passieren. Das ist wieder mal typisch. So, hallo und herzlich willkommen zurück, leider bei einer neuen Folge von DayZ. Fängt ja mal gut an. Dominik, haben wir, ja, EpiPen hast du keinen, gell? Nein. Okay, dann ist man mal eben, ziel nicht so auf mich, ich habe Angst, dass du abdrückst. Dann ist man mal eben in Wien auf einer Tankstelle, hast du mich gerade ins Auto gefrachtet? Ja. Okay, das geht, Leute, das geht. Man kann, wenn einer bewusstlos ist, man kann ihn ins Auto tragen. So. Okay, das ist wieder, das hat aber wieder gut angefangen. So, Dominik schießt natürlich wieder in der Ferne um und um. Dominik, mach keinen Scheiß. Nein. Du musst mir deinen Bloodpack geben. Du musst mir deinen Bloodpack geben, Mister. Ja, ich hab nur zwei Zombies abgeschossen, die auf uns zugelaufen sind. Okay, ich lebe wieder. Warte mal, was ist jetzt mit mir los? Wie liege ich drin? Schau mal, wie ich drin liege. Ich weiß. Warte, ich steck mal aus. Ich muss mir mal Painkiller schlucken. Ach Gott, da kommt der nächste schon. Ach shit! Wow. Dominik, du Alter, warum schießt du nicht mit deinem Revolver? Ich dachte, ich soll nicht mit meinem Revolver schießen. Ja, aber was ist, glaubst du, lauter? Die M14, ein Scharfschütze oder ein Kackrevolver? Jetzt ein bisschen rein von der Überlegung jetzt mal, ne? Da ist nichts drin, verdammt! Okay, warte mal. Achte, wir kommen überall! Michi, lauf weg! Ins Auto! Ah. Okay, wir sind im Auto, oder? Dominik, hast dich angeschnallt? Natürlich, gib Gas. Angeschnallt und dann kann's losgehen. Wo gehen wir jetzt hin? Naja. Machen wir Airfield, oder? Airfield ist nur da oben. Airfield ist da oben. Ich muss mal die Straße aufsuchen, wie es zum Airfield geht. Ich sag's dir gleich. Aus der Bahn. So Leute, viele haben sich ja wie gesagt gewünscht, dass wir endlich mal einen Autopart nehmen und jetzt machen wir gleich zwei. So Dominik, und jetzt erzähl uns von dir ein bisschen was. Ich rede ja eh immer die ganze Zeit. Was soll ich von mir erzählen? Die Leute kennen mich eh schon. Die Leute, die uns heute erst abonniert haben, die kennen dich noch nicht. Man muss auch an die denken. Ja, entweder sie schauen sich alle Videos an, was natürlich nur zu empfehlen wäre, weil viele Leute finden den Part 5 am besten, den 1 und den 2er. Also es gibt gar halt ein paar... Den 1er. Den 1er findest du? Nein, gerade den 1er finden viele am besten, weil schau dir die Videos hin. Ja gut, das ist wirklich unser meistgesehenster, der Part 1 eigentlich. Folgend natürlich Part 2. Und Part 2, ja natürlich. Ja, es hat dann abgenommen, aber es ist dann wieder mehr geworden. Aber bin zufrieden, es macht Spaß und es ist lustig und es freut mich auch dann, wenn es anderen Leuten gefällt. Deswegen machen wir das ja. Na sowieso. Ja. Und Dominik, erzähl ein bisschen was jetzt eben für die neuen Leute, die uns jetzt noch nicht so lange kennen. Wenn wir hier gerade so romantisch dem Sonnenuntergang entgegenfahren, da kannst du ja schon ein bisschen mal den romantischen Ader zeigen, ne? Na gut, mein Name ist wie gesagt Dominik. Oh, wie das schon klingt. Ein guter Freund von Michael. Vom Kapuzenwurm, Entschuldigung. Nein, allgemein Freund. Oh, nee, Spaß. Ja, er ist ja mein Freund. Er hat ja keine Freundin. Hm? Okay, wo steht? Ja, und ich bin... Da hinten ist ein Kanister! Erzähl weiter, da hinten! Du bist Roter Kreuzmann, wolltest du sagen, oder? Nein, ich bin Rettungssanitäter vom Beruf. Und quasi mit Let's Player jetzt bei DC und Borderlands. Genau. Das ist aber wunderhübsch. Geht das hier? Ja, Phil Cherrycan, natürlich geht's hier. Das war ein Zufall. Ja. Geil. Juhu. Okay, geht schon. Mach's voll.
Ja, bin gerade dabei. Okay, ja gut, genau, der Dominik hilft halt aus, aber so in die Mitte stellen wollte ich dich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass du was du den ganzen Tag gemacht hast und so. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht, es interessiert die Leute gar nicht. Nein, Spaß. Leben retten. Leben retten, genau. Dominik, der Dominik ist immer der, der ihnen die Spritze gibt, die schon 4 Patienten in der drin gehabt haben. So ist einer der Dominik. Mm. Er ist gar nicht so freundlich. Dominik ist die Urgrätzen. Der Urbücher. In Österreich sagt man Bücher zu den schlimmen Buben. Und Dominik ist ein Bücher. Okay, du kannst die Jericho wieder reingeben. Ich fülle sie nur auf noch. Ja, mach das. Meine ist auch voll. Weil wie gesagt, wenn man mal steckt oder so, man denkt sich, ah, shit, jetzt können wir nicht weiterfahren, dann haben wir noch die Jerrycan und dann sind wir wieder happy. So, komm rein, in der letzten Folge haben wir die Zelte da oben schon gelootet. Das Ding haben wir gemacht im Supermarkt und jetzt geht's aufs legendäre Airfield. Da kannst du eigentlich da rauffahren und dann zum Airfield. Wo? Ja, links, oder? Ja, links und auf die Straße. Und dann ich hab die Straße rein. Markiert, ja. Hab noch Spritz für dich. Ja, das meint er jetzt aber sicher nicht mich. Weil diesen anderen Typ hat er da ja mit den geschrieben. Ah ja, und ja, genau. Wie gesagt, das ist ein Friendly-Server. Da helfen sich die Leute eigentlich zusammen. Das funktioniert auch ganz gut. Bis auf die Städte. Die Ballungszentren. Genau, es gibt nämlich Zonen. Es gibt eine rote Zone. Es gibt eine neutrale und eine grüne. In der neutralen darf unter irgendeiner Bedingung, aua, darf geschossen werden. In der roten darf gar nicht darf geschossen werden. Shit, wie kommt man, warte mal, okay, link, rechts. Und in der grünen darf nicht geschossen werden. Und Starry und Airfield ist eigentlich die rote Zone. Oh Leute, ich hab grad Ruckel. Wie geht's im Auto? Auto ist super, alles noch. Engine Part ist gleich gelb, ist gelb eigentlich. Aber wir haben eh noch einen drin. Ja, da ist jetzt super, Arsch. Ich glaube, ich fahr rechts. Ja, fahr da übers Gebüsch und... Durch den Garten der Frau Meier, ja. Und des Herr Rüdigern. Also die Leute, wir unsere Zombies heißen ja alle Rüdiger und Frau Meier. Also Frau Meier ist eigentlich noch meine Idee, Rüdiger auch. Aber die Mehrheit dann hat da angeschrieben für Rüdiger. Geil, Dominik? Ja, genau. So, jetzt sind wir in den Weingärten der Frau Meier. Was viele nicht wissen, die Frau Meier ist ja eine begabte Weinbäuerin, ne? Darum sind auch die Zombies so verrückt, nehme ich einmal an. Genau. Alle Rüdiger. Die merken alle, oh scheiße Leute, es wird wieder Wein gekocht, wir kriegen wieder Kostproben und dann zucken sie alle aus und dann rennen sie alle durch die Gegend und suchen eigentlich den Wein der Frau Meier. Und prügeln alle nieder. Genau. Sagen wir jetzt bitte den Weg links oder rechts? Ja, machen wir gerade. Okay. Der Straße folgen. Und prügeln sich alle nieder? Der Straße. Der Straßenverlauf folgen. Ich habe mich in der Aufnahme geschneuzt. Das dürfen auch nur die wir. Wir sind ja gern die Unprofessionalität sind wir vom Beruf, ne? Da darf man schon mal ein Rülps entkommen und ein Furz oder keine Ahnung, also ich meine, ich furze nicht. Der Straßensperre ausweichen. Ah, wenn möglich, hat er gesagt, aber es ist ziemlich schwer. Okay, gerade, oder? Ja, noch gerade. Boah, das wird knapp. Aber wie? Like the boss. Like the boss. Im Straßenverkehr. Und jetzt sagt Navi eigentlich, bieg verdammt nochmal rechts ab. Ja, das war eh da, oder? Ja, da weiter vorne. Vorne ist eine Kreuzung. Rechts abbiegen. Okay. Da jetzt. Ja, genau. Ich glaube, wir sind richtig. Gib voll Gas, gib Gummi. Ich geb Gummi. Kennst du das Lied, wir sind auf dem Weg nach Vertania City, ja, oder? Natürlich. Sing mal. Wir singen jetzt. Auf dem Weg nach Vertania City. Ich glaube, du musst querfeld einfahren. Nein, wir fahren auf der Straße, da fährt man am schnellsten und am sichersten. Naja, aber da fahren wir über Cabino noch. Was? Nein, da muss es doch eine Straße, da muss es doch einen Weg rechts geben. Schau da. Wir sind auf der sicheren Seite, Dominik. Und wenn wir dann querfeldein irgendwo hinfahren oder so, dann haben wir einen Zaun für uns und da können wir erst richtig durch. So, jetzt rechts rauf, oder was? Nein, gar, da ist ja kein Weg. Dominik muss niesen. Schau, dass du dich dagegen fasst. Okay. Jetzt gib mir mal Stoff und zeig mir, was das Auto kann.
Das Auto kann nicht viel, weil der Engine Part gelb ist. Und wenn der Engine Part gelb ist, dann kann er nicht mehr so viel, als wenn er grün ist. Wir kommen bald zum Airfield. Wir sind am Airfield. Jetzt sind weil wir. Weil da vorne ist schon der Zaun. Also, der Airfield, da werden wir noch ein paar Zelte plündern, um schauen, was es denn hier so gibt, so schönes, was denn die Leute hier liegen gelassen haben oder der Server für uns spawnen. Ein Heli-Crash, na bitte Leute, da haben wir schon mal da sind wir schon mal auf eine Goldader. Warte mal, man kann aber durch den Zaun durchfahren. Nicht da. Man kann durch. Der Zaun ist kein Hindernis. Ah, verdammte Scheiße. Okay, wir leben. Leute, wo ist das Problem? So, Lomik, aussteigen. Wenn du aussteigst, werden die Zombies spawnen. Das sage ich dir nur, gell? Ab dem Moment, wo du aussteigst, spawnen die Zombies. Dann steigen wir beide aus. Go! Show me your skill! Oder wir steigen aus und fahren alle Zombies über den Haufen. Oh, da kommen schon die ersten Patienten. Ja, okay, ich würde sagen, wir fahren. Da ist nichts. Wir steigen. Gott, na sicher ist da was. Nein, ich habe mir schon angeschaut, da ist nichts. Du, mit deinen Globschauen hast du nichts gesehen. Komm, steig wieder ins Auto. Steig ins Auto. Wie du rennst, wie ein Mädchen. Komm, steig ein. Wir fahren die jetzt nieder. Wir machen ein Drive-By. Weißt du, du schießt jetzt raus aus dem Auto. Pa, pa, pa. Sterben die nicht? Komm, sterbt's doch erst. Zwei hast du gekillt. Ja, davon ist noch einer. Warum rennt der weg von mir? Da muss was sein. Nein, der ist anscheinend schon geplündert worden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil es sind keine Leute auf dem Server gewesen, wie wir raufgekommen sind. Und der will einfach nicht sterben. Okay, Dominik, jetzt wird dezimiert. Dominik, bist du bereit fürs Dezimierungsprozess? Aber nicht auf mich schießen. Okay, Dezimierungsprozess eingeleitet. In die Ex. Geh vom Auto weg, verdammt noch einmal. Okay, Dezimierungsprozess vollendet. Oh fuck, da kommt der nächste Patient. Hab ich schon. Danke. So, natürlich, da muss was liegen. Ich glaube nicht, dass da nichts liegt. Da liegt was FN-Fahl. Natürlich liegt da eine FN-Fahl. Oh, aber da liegt nichts. Hat er genau geschaut. Ich sehe nichts. Ja, ich weiß eh. Bei mir ist nichts aufgeleuchtet. Ja, du musst auch genau am Boden schauen. Hab ich ja. Hast du nichts, sonst hättest du die FN-Fahl gesehen. Da, FN-Fahl, da liegt die. Was? Willst du die FN-Fahl haben? Ja, wenn sie niemand braucht, wenn sie Magazine hat. Das weiß ich nicht. Ja, dann fuck it. Ja, ich weiß es wie gesagt nicht. Ich meine, Achtung! Kann... Ja, ja. Ich wollte schauen, vielleicht ist da ein Gilly oder so, da ist aber nix. Aber wie gesagt, FNFAL ist nice to have. Also nix, willst du nix? Nein. Okay. So gut, dann gehen wir in das Auto und dann werden wir die Baracken noch suchen. Komm. Und du musst mir dann ein Bloodpack verabreichen. Ja, Chef. So ist schön. Hey, das wäre ein schöner Hintergrund. Nein, ich will nicht betanken. Wieso betankt der? Warum hast du die Dings nicht schon längst ins Auto wieder reingegeben? Hab's ja. Ah ja. Ja, hat er ja. Hat er ja. Komm rein jetzt ins Auto. Ja. Ist vorne, ich glaube vorne links ist die Baracke. Wir müssen in die Baracke, weil dort ist halt der Loot. Dort ist der Loot halt. Links sind die Baracken, und da hinten. Ja, genau, da rein, gell? Rechts sind, meine ich. Ja, da ist doch schon, oder? Nein, da ist nichts, das ist der Zaun. Rechts sind die Piraten. Rechts? Ich bin mir nie sicher. Rechts. Ah, genau. Und dann ist es auf der anderen Seite gegenüberliegend, genau. Da hinten bei den Hangern, oder? Nein, da vorne, ich sehe schon. Vor uns, direkt 12 Uhr, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich bin mir selber nie sicher. Und vor allem, jetzt habe ich schon längere DZ-Pause eingelegt, da ist man sich dann noch weniger sicherer. Ne? Und dann kommt alles durch die... Ja, so. Eines, wenn wir einen Heli finden, fliegst du oder ich dann? Da fliegt gar keiner, weil wir werden sicher sterben. Warte noch kurz. Ja, wenn ich dir alles gebe und dann... Ja, dann flieg du. So, warte mal. Achtung, da ist... schau nur rein in die Häuser. Hey, das sind Magazine. Ja, ich weiß, aber schau noch vorsichtig halber in die Häuser rein. MR-Magazine, die brauche ich. Ja, nimm sie mit, wenn du Platz hast. Und was... Stanag nehme ich mit. Okay? Ja, passt.
Kann ich einen Rucksack eigentlich, also dann kann ich es auch in den Rucksack geben. Nee, pass geil. Auf, pass auf. Renn nicht, nein, renn rein. Renn nicht gegen mich, weil wenn du gegen mich rennst, da habe ich mir schon was gebrochen mal. Okay. Was wolltest du sagen? Kann man auch Rucksack, einen Rucksack gegen die Dings geben, also in den, der einen kann ich es in den Rucksack geben. Ja, ja, klar. Aber du musst 3 Slots frei haben. Sonst packst du was weg und dann ist es weg. Ja? Ah, wieso habe ich beide Kanister auf einmal? Keine Ahnung. Hast du die Stanag mitgenommen? Ich habe keine Stanag, ich habe DMR-Munition. Ah, die sieht aus wie Stanag. Ich verwechsel es immer. Bedeck mich kurz, ich hau das ins Auto rein. Wir müssen eben wieder, da ist ja nichts mehr. Ja, aber ich gebe den Kanister ins Auto rein. Ja, okay. Nein, 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 ich... Ja, was? Schon wieder getankt? Nein. Nicht, hast du getankt? Nein, habe ich nicht. Ich glaube schon. Nein, habe ich nicht. So. Warte, ich will Fahrer. Ah, hier. Nein, warte, jetzt. Warte mal. Ah ja, okay, gut, hast nicht. Ich habe gedacht, du hast schon wieder getankt. Ah, gut. Dominik? Dominik? Ja, bin schon drin. Okay, wir nehmen die zweite Baracke. Willst du die Fire Station auch noch durchsuchen oder nicht? Ich will die Hangars durchsuchen. Da ist aber nie was drin. Da können wir vorbeifahren und dann schaust du von außen rein, okay? Ja, passt. Was habe ich jetzt für Ruckler? Was ist das für Scheiße? Ich habe den auch gehabt jetzt gerade. Okay. Ich hab, Alter. Ja, es passiert mir auch gerade die ganze Zeit. Was shit ist das? Da ist die Fire Station, wir können in die Fire Station reinschauen. Dann, ich würde mal... Schau kurz in die Fire Station. Oh ja, komm, ich schau kurz rein! So. Warte, ich geh mit dir. Kann ich dich da allein lassen? Kindergarten, Kinder begleiten und auch überall hin. Leck mich. Auch aufs Klo. Da gehe ich ja auch immer mit. Dude, wenn du da jetzt ein Wettrennen veranstalten willst, nur dass ich dich runterhaue, dann wirst du es bereuen. Weil da war... Okay, da ist nix. Weil da habe ich meine M4-CCO gefunden. Da ist nix. Ja, ich gehe schon wieder runter. Was ist das? AKM. Okay, AKM. G17 Magazin brauchst du? Ich nicht, aber ein Freund von uns. Aber ne, wenn du's mitnehmen willst, nimm's mit. Ich nehm's mit, weil ich hab. Warte, etwas zum Trinken, das brauche ich jetzt eh auch. So, Prost, damit die Kehle nicht verrost. So, jetzt wieder ins Auto und jetzt werden wir dann gleich die zweite. So, jetzt fahren wir bei den Hangar noch schnell vorbei. Ich hätte ja lachen, wenn jetzt ein Heli drin steht. Das wäre ein geiler Zufall, ehrlich. Ich fahre nur vorbei. Es liegt auch nur in den Ecken etwas, gell? Ist nichts dabei. Nichts. Nur leere Sachen. Okay. Was ist da? Nichts. Okay. Nichts. Gut. Nichts. Ja, in den Hangern ist... Ah, da ist noch einer. Aber in den Hangern ist immer relativ wenig drin. Auf der anderen Seite ist noch ein sind noch zwei Hangar. Ja, fuck it. Nein, ich möchte die Hangar. Ich warum? Da war ja nicht mal irgendwas drin. Ich wollte den Heli haben. Ja, weil da garantiert einer drin sein wird. Ja, wer weiß, die dummen haben es noch. Ja, das stimmt. Gut, wir schauen nach. Nein, wir schauen jetzt nochmal schnell vor zu den zwei Baracken und dann hauen wir uns zu den Hangar, okay? Danke. Seitdem du gesagt hast, die Dummen haben das Glück, da glaube ich dann ganz fest an dich, ne? So, Spaß natürlich, seid nicht so böse, ich hab den Dominik natürlich lieb. Da vorne ist eine Baracke. So, auf und davon, mein Jüngling. Das Lad wird kalt, wie pflege ich zu sagen, ne? So, bist du da? Gott sei Dank. So, warte mal, die Richtung? Ja, die, der Eingang. Hehe, oh lol, so viel gleich. Ah, da ist ein Trinkbrunnen, das ist schon mal praktisch. Und rüber. Ich will. Dominik, komm rein! Geh in die Hocke, du musst natürlich in die Hocke. In die Hocke, du Affenschädel, drück X! Drück X! Ja, hab ich ja schon. Oh. Der ist durchgeklitscht. Fuck it, ich liebe dich. Schau mal, was da drin liegt. Oh. Du kannst es nehmen, ich brauch's nicht.
dem Meer. Au, au, ja, warte, ich so. Dominik, was ist los mit dir? Warte, komm her! Ich hab kein Schwer. Warte, ich heile dich komplett mehr, komm zu mir, komm zu mir! Warte. Okay, okay, Dominik, beiß die Zähne zusammen. Denk an was Schönes, denk an die Familie. Komm, Dominik, denk an was Tolles. Und, an was hast du gedacht? An dich. Ja, das wollte ich hören. Die Waffe kannst du aufheben, die ist ziemlich gut. Damit kann ich die M16... Granaten schießen. Und die M16-Modulation nehmen, also die M... Also Stanag brauchst du dafür. Ich habe keine Stanag. Ja, aber wir, also ich habe auch. Aber du musst, ich meine... Du brauchst es eigentlich nicht. Das ist halt schon eine coole Waffe, aber Granaten findest du für die Waffe sowieso nie. Ich habe Splittergranate. Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Also, es ist halt schon eine coole Waffe, aber brauchen du es nicht. Vor allem, weil Stunner eh sehr begrenzt ist. Es ist eigentlich nicht schlecht, wenn einer Stunner hat. Weil die anderen, der Olli und der Markus und so, die haben halt alle eigentlich viel Stunner. So. Ja, nein, ich bleib bei meiner Sniper, meiner Träume. Okay, jedenfalls, den Trinkbrunnen würde ich gerne in Anspruch nehmen, weil meine eine Trinkwasserflasche ist leer. Meine auf. Nicht. Pam, pam! Ich kümmere mich schon darum. Du? Okay, warte gleich. Open Bag. Und in meine Mund, der Waterbed Bottle bist du. So. Kommt sie her? Fill water. Open bag und zurück mit dir. Und ein Essen brauche ich. Ein Essen gebe ich mir raus. Und hast du eine. Kannst du mir eine Bluttransfusion dann irgendwann mal legen? Jetzt? Ja, hast du eine? Nein, ich nicht, aber du, oder? Ja, warte, ich glaube, ich habe den Rucksack, oder? Habe ich den Rucksack? Nein. Ich gebe sie den. Warte mal. Ich gebe sie den Rucksack, okay? Mhm. Weil langsam brauche ich eine. Ist das so schlecht leicht? Ziemlich, ja. Ist die Form, es wird schon alles in einen Schwarz-Weiß-Film gehalten. Ne? So, ich habe das reingegeben in den Rucksack. Leg's ins Inventar. Ja. Ich meine, schlimm ist es noch nicht, aber wir können ja mal privat in Tscherno ins Krankenhaus schauen und dort uns dann verköstigen. Ja, ja, passt. Hast du? Bin schon dabei. Ah ja. Vielen Dank. Schaut schon besser aus. Noch nicht, aber gleich. Jetzt, da bist du deppert. Gleich viel sättigend. Ter. Dominik? Ja. Komm. Da. Da steht unser Auto. Okay, wir fahren jetzt noch schnell ins Auto. Wir fahren jetzt noch. Warte mal. Andere Richtung, ja, genau. Genau. Wir schauen jetzt noch schnell mal in die zwei Hangerleute. Und dann wäre auch. Ja, dann hätten wir einen Schalsch wieder waschmaschine. Haben wir von letzter Part erst geredet. Und dann wäre auch dieser Part dann irgendwie. So. Und dann ist wie nämlich eh gerade Abend und wenn eben am Abend man relativ wenig sieht, trifft sich das ganz gut und man sieht sich dann bei der nächsten Folge. So, Dominik, jetzt geh rein. Und ich wette sagen, mit dir. Wir wünschen eine gute Nacht, oder? Wir können jetzt schon mal eine gute Nacht an die Leute da wünschen, ne? Aber wohl, der Part kommt am Nachmittag an, da wird noch keiner schlafen. Da war der Helicrash, wo ist der Hangar? Weiter vorne sind noch zwei. Okay. Oh, schau wie er raucht. Ja, ich lass mal E gedrückt, dann ist der Turbo aktiv. Okay, 110, 111, 112, 113, 114. Da vorne, jetzt sind links, schräg links da die. Also schräg rechts die Hangar. Schräg rechts, rechts, rechts. Ah, da hinten. Okay, 114, mehr haben wir nicht geschafft, aber gut, der Motor ist auch beschädigt. Das heißt, ist ein weiterer Grund. Oder ist wahrscheinlich der einzige, warum er nicht schnell geht. So. Okay, Mister, bitte überzeuge dich. Da ist nichts. Hätte ich nicht geglaubt. Aber die Dummen haben's Glück. Ah, wie sieht da ist es drin. Und was ist da? Nichts. Gar nichts. Okay, Leute, ich würde sagen, ein weiterer Part geht zu Ende. Dominik und ich schauen uns noch romantisch hier den Sonnenuntergang an. Dominik, komm, wir machen eine Schlussszene. Wir steigen jetzt aus und stellen uns dann so in den Sonnenuntergang. Und machen einen Parabelschuss.
Nein. Nein, machen wir nicht. Fuck, wir gehen wieder zurück. Okay, Leute, jetzt ich gewandert Daumen hoch. Würde mich freuen. Ansonsten, Dominik, abschließende Worte. Wie immer war es mir ein Vergnügen. Oh, jetzt gibt Gummi, wir müssen hier weg. Okay, drei, wir sehen sich. Und zwei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und leitet es weiter. Also, drei, zwei, eins. Ciao! Kapuzenwurm. Sind nicht hier. Ben, ich lass dich nicht hier.